So, da brauchen wir auf jeden Fall hier Backblech. Und ihr wisst, wenn ihr das hier seht, ne? Dieses Backblech, das wurde noch nie benutzt. Wenn irgendjemand sagt, mein Backblech zu Hause in dem Ofen, den ich benutze, sieht genau so aus, auch nur nach der ersten Benutzung, glaube ich euch nicht. Weil das kriegt niemand hin. Wir alle wissen, welche Herausforderungen Backbleche darstellen. Egal, wie viele fucking Folien man da hinlegt, drunter legt, irgendwas sippt da immer rein, irgendwas backt sich immer fest. Eigentlich ist ein Backblech ein Wegwerfprodukt. Krasse These. Ihr kennt mich. Ich bin ein Freund direkter und einfach formulierter Sätze und klarer Ausdrucksweise. Muss man können. So, glücklicherweise haben wir in unserem üppigen Aufbau immerhin noch ein Backpapier bekommen. Aber das soll, glaube ich, kein Problem sein. So ein Backpapier, das hält auch ein, zwei Backvorgänge natürlich aus. So, wir brauchen jetzt 175 Grad. Die haben wir. Heizt noch auf. Es gibt natürlich keinen klaren Indikator dafür. Boah, gehen wir hier mal auf die, ne? Wollen wir mal machen. Ja, die Umluft, ne? Das ist direkt der Föhn, der einem in die Fresse bläst. So, haben wir denn eigentlich eine Uhr hier? Dass wir das jetzt auch genau wissen? Oder muss ich das wieder mit meinem präzisen. Ach doch, guck mal, da ist doch der Ofen, ist doch Hammer. Ach, was ist das denn jetzt? Oh. Fein. Freut mich. So, gucken wir doch mal, ob der Ofen selbsterklärend ist. F steht für Funktion. Hier wird die heiße Heißheit eingestellt. Und hier soll ja wohl eine Uhr, ne? Ist das jetzt. Okay. Das ist die Uhr. Minuten. Ist das eine. Das ist eine Stoppuhr wahrscheinlich. Also sie zählt progressiv. Und dann ist das andere doch wahrscheinlich die. Der Timer, ne? Das hier. Ja, probieren wir mal aus. Was stand da drauf? Oh Gott, das ist, wenn die Sekunden schon so lange dauern. Mhm. 12 bis 14 Minuten. Machen wir mal 13. Ich habe ja schon ein bisschen Zeit den Kartoffelchen hier gegönnt. Also, 13 Minuten. Oh Gott. Wann springt's um? Was glaubt ihr? Bei einer Minute wird's schnell? Nee, jetzt geht er schon in 5. 10 Sekunden Schritte. 10 Sekunden Schritte. Geht er noch schneller? Bietet er noch mehr? Oder muss ich jetzt ernsthaft. Nee, 30. Ja, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar. Geht er noch auf Minuten? Das ist das Elend an diesen Sachen. Wenn du nicht genau stoppst, ne, dann fängst du jetzt wieder bei den quälenden Einzelsekunden an. Jetzt kommen die 5 Sekunden gleich dazu. Boah. Ja, komm. Hä? Hä, nee. Das ist doch jetzt die Uhrzeit. Ja, genau, warum. Das gab's doch eben nicht, diese Funktion. End. Ich hab doch mehrfach das Menü. Oh Gott. Ey, wenn das die Uhrzeit war, wieso. Ey, ich hab noch nichts im Magen und bin schon wieder leicht aggressiv. Jetzt gehe ich auf 11 Minuten. Wetten, ich schaff's nicht pünktlich das. Okay. So, also, das sind doch jetzt dann. Hä? Komm, das ist die Anleitung. Es ist ja ausgegangen. Was ist das denn? Habe ich jetzt. Ey, Leute, das ist doch der größte Haufen Scheiße. Ich stell mich wie die Dumme an. Das ist doch nicht selbsterklärend. Heißt es jetzt, ich habe die Uhr auf 12.30 Uhr gestellt und um 11 Uhr soll der Ofen ausgehen und. Heißt es das? Und wie kann ich das denn jetzt löschen? Wie kann ich das denn jetzt einfach löschen? Oder übernimmt der jetzt wirklich irgendwie jetzt 0 Uhr dann gleich? Ich kapiere es nicht. End. Ist das die Endzeit? Also da, wo der Ofen. Nein! Es gibt kein 59.59 Uhr. 59.
Was soll ich denn jetzt machen? Wie krieg ich das denn jetzt weg? Ich weiß nicht, was das ist. Aber es ist doch auch. Ey. Leck mich doch am Arsch. Ja, On, jetzt mach einfach dein Scheißgebläse an. So, jetzt noch 9 Minuten. Ey, das ist wirklich, dass sowas nicht ansatzweise selbsterklärend ist. Und erzählt mir nicht, dass ihr es sofort gerafft habt auf Anhieb. Ich hab's bis jetzt nicht verstanden. Und ich bin ein sehr intelligenter Mensch. Sehr. Und geduldig. So, wir machen jetzt weiter. Wie gesagt, kriegst du doch schon wieder keinen Bock mehr drauf. Wenn du nicht mal den fucking Timer. Okay, hat jetzt die Temperatur erreicht. Vielen Dank auch für nichts. Blödes Kackding. Ich gucke auf die Uhr. Ich bin zu faul, sie einzustellen. Ich krieg sie eh nicht wieder hin. Wenn ich wieder versuche, die Uhr anzustellen am Ofen, und dann werde ich wieder scheitern und dann macht ihr euch wieder lustig über mich und denkt, ich bin der dümmste Mensch der Welt oder ich stellte mich ja nur an und all das ist einfach nicht. Ah! Nicht richtig. Und wir haben fantastische Öfen. Einmal den guten alten Studenten-Imposivix-Ofen hier oben, der auch gar nicht. Wieso wird der nicht heiß? Wieso wird der nicht heiß? Okay, er war nicht am Strom. So, ich bin jetzt. Es hat geregnet. Ich bin im Stress hier reingekommen, viel zu spät, weil ich noch 2 Supermärkte abgegriffen habe. Habe gesehen, dass die AL, vielen Dank an die AL für eure fantastische Vorarbeit, das hier aufgebaut hat. Ich habe nichts weiter getan, als hier an den Rädchen zu drehen, den anzuschalten und auch den anzuschalten. Beim Studenten-Improvix-Ofen wurde mir das quittiert mit diesem Ticken. Hier. Vielleicht können wir das mal kurz mitnehmen. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob man es hört. Das Ticken der verkackten Uhr, die natürlich nichts mit dem Stromkreislauf zu tun hat, sondern die einfach so eine analoge Drehrutsche ist, wie auch immer man das nennt. Und die tickt und hat mir suggeriert, der scheiß Ofen sei an. Oh. Okay, sie werden jetzt warm. Schon, da geht's schon wieder los. Scheiß Live-Sendungen immer. Okay. Den kenne ich auch nicht. Der ist. Okay. Es wird alles gut werden. Und jetzt ratet übrigens mal, was ist der Game 2 Amanda-Ofen? Und was ist der RBTV-Ofen? Da oder da? Ja, ich kann es euch sagen. Wir in der Amanda-Straße werden mit diesem alten Studenten-Improvix-Ofen abgespeist. Ich mache mal auf. Ich weiß nicht, ob Bell da auch nur ansatzweise diese Pracht von Eingebackenem einfangen kann. Aber gut, ich will nicht klagen. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, und dieses Hightech-Modell hier, wo aber auch schon kein Backblech mehr da ist, sondern nur noch ein Rost, das stammt natürlich aus dem Haupthaus. Aber ist ja auch klar, hier arbeiten mehr Menschen und damit ist das auch selbstverständlich zu erklären. Es hat nichts mit einer Zweiklassengesellschaft zu tun. Den Backofen auf 210 Ober-Unterhitze vorheizen. Da dieser bis 230 geht, 200, 230, in der Mitte ist ein Punkt, der soll dann ja wohl 215 sein. Wird sicherlich super genau alles sein. Ich gehe mal ein bisschen runter. Nehmen wir doch den gleich mal. Wir haben da zum Glück auch ein Backblech mit Auslegeware. Die tiefgefrorenen Crack and Cheese Cubes auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech geben und die mittlere Schiene des Ofens nutzen. Natürlich nicht die mittlere. Und ich habe nicht irgendwie so einen Greifäumel. Machen wir nicht Werbung, das wäre jetzt vielleicht genau der richtige Moment. Bitte nicht nachmachen, ja? Im Zweifelsfall ist das hier ein Warnvideo für Kinder oder alle Leute, die glauben, ach Mann. Was ist eine Scheiße? Ich muss noch ein zweites Stück Papier holen. Das ist ein Elend hier. Ich hab Frank Elstner gesagt, er soll heute zugucken. Ich zeige mal, wie professionelles Fernsehen geht.
Der ruft mich doch nie wieder an. Ja. Oh, Timo Bornheim. Dankeschön. Timo Bornheim in der Regie. Er kann dieses Not, dieses Elend und diese Not nicht mehr angucken. Frank, du kannst wieder einschalten. So. Danke. Oh, ein Topflappen. Ja, was soll ich machen? Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und das ist in diesem Fall ein gut eingekochtes Stück Backpapier. So, das muss man sich ja positiv drehen. So, und das kommt jetzt in die mittlere Schiene. Das ist doch mal mittel. Den Rost mache ich mal nach oben. Alter, ist das eine Scheiße. Aber es funktioniert. So, jetzt machen wir den wieder zu. Jetzt hat er die gesamte Temperatur verloren. Jetzt kommt der Rougette-Ofenkäse. Schnell direkt hier rein. Und zwar für... Das ist einfach scheiße, diese Zeitangaben da drauf. Diese Tic-Tac-Uhren, wo du nicht weißt, ob vielleicht der Uraufsatz schon mal so verrutscht ist, dass der quasi bei subjektiven 3 Minuten, die man ja auch nicht ablesen kann, weil es natürlich keine Einzelskala gibt, was die Minuten angeht, zwischen 0 und 5. Da gibt's einen Punkt, wo 5 ist. Das ist alles so gefühlt, das ist nicht exakt, das ist nicht präzise. So kann man natürlich nicht vernünftig arbeiten, aber man muss damit klarkommen. Tut mir echt leid. Es ist dann aber auch nicht mehr meine Schuld, wenn es scheiße schmeckt. Das ist, was Mama immer gesagt hat.